So Leute, willkommen zurück zu WoW mit Co-Partner Darth Sephiroth. Hallo zusammen. Und natürlich wieder Russell770 und Missel Pucky. Hallo. Aloha. So, und weiter geht's. Russell. Mahlzeit. Russell, du bist ein Schwein ohne Mist jetzt. In der Aufnahme auch noch, ey. Wie du dich mal nicht benehmen kannst, ey. Nee. Wie du mich mal nerven kannst. Leute, ich würde den direkt haten gehen. Nee, aber wegen dem Film-Review, was wir da gesprochen haben. Da freue ich mich richtig drauf. So, jetzt habe ich alle Vögel. Und ein Level up und der will schon wieder was von mir, dieser Penner. Was soll's denn jetzt töten? Keine Ahnung, ich habe nicht geguckt, war mir auch scheißegal. Ich brauch noch zwei, ich brauch noch zwei, ich brauch noch zwei, ich brauch noch zwei. Brauchst du noch zwei? Ja. Wieso weißt du das? Hab so geraten. Okay. Jetzt brauchst du noch einen, jetzt brauchst du noch einen. Jetzt müssen wir auch noch die Bären killen, das ist natürlich voll amüsant. Ich liebe es. Dann haben wir ja bald den zoologischen Garten durch. Oh yeah. Wo ist die letzte Eule? Ich glaube da hinten sind, nee, das ist eine Winterquelleule. Boy. Da war eben Floyd. Musst du auch legendärer Vogel töten, Andy? Wahrscheinlich ist das die Folge, was? Ja. Ich kill den einen gerade. Aber wenigstens gibt die Scheiße hier viel EP, das ist schon mal gut. Wenn ihr das gemerkt habt. Boah, wir sind 54, ey, kaum, ey. Da ein bisschen noch und dann können wir die Scherbenwelt machen. Jo. Ich den Höllenschuhschuh, oder wie er heißt. Ja. Ich freu mich so, lalalala. Bald kommt die Scherbenwelt endlich weg von Klassik. Der ist bei mir der Höllenschuhschuh. Willst du den jetzt schon umbringen? Höllenschuhschuh. Ja, töten wir den Höllenschuhschuh. Okay, warte, ich komm schnell zu dir. Höllenschuhschuh. Höllenschuh. Der Schuh des Manitou? Ah ne, Schuhschuh. Na, der heißt Schuhu. Hab ich gerade gemerkt. Ich habe ihn diskriminiert. Welcher schwule Schuh? Höllenschuhu. Achso, ich Schuhu-Höllen. Höllenschuhu. Oh, der schwule Schuh von Höllen. Ein Schuh? Okay, Leute, reicht langsam. Oder ein Schuh. So, ab geht's. Und der droppt wahrscheinlich auch einen Questgegenstand, habe ich so ein Gefühl. Oder? Nee, doch nicht. Gut, ab geht's. Halt nur einen Schuh. So, jetzt machen wir die Bären. Die Frostzäpel haben auch nicht fertig gemacht, oder? Eins nach dem anderen. Himbeeren oder Blaubeeren töten? Saubeeren. Nee, ich will Erdbeere. Erdbeere. Oder eine Stachelbeere. Dann eher ein Stachelschwein. Wer eine Bein hat? La 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 la
So, von den Bären habe ich jetzt auch alle. Ich brauche noch einen. Jetzt müssen wir Ursius töten. Der Ursius? Hm. Der Ursius? Genau der. Genau der. Russell, das ist mein Spruch. Denk dir deinen eigenen aus. Google ist dein Freund. Den hast du von wen anders geklaut? Ach, lüg doch nicht. Er klaut nicht, der borgt sich nur aus, ja? Genau. Ich borg mir alles aus. Darth Sephiroth hat mir sogar letztes Mal sein rechtes Auge geborgt. Will ich auch wieder zurückhaben. Nee, wir hatten doch ausgemacht, dass du dafür den linken Hoden bekommst von mir. Ja, damit ich zum Dreihodler wäre. Du hast doch schon drei Beine, das reicht vollkommen. Ja. Das in der Mitte benutzt als Stütze. Ganz genau. Man nennt mich den Känguru-Mann, ja? Genau. Ich glaube, die Miss Elpaki fragt sich gerade, warum habe ich bloß zugesagt? Oder warum habe ich gefragt? Das frage ich mich schon, seit die Aufnahmen angefangen haben. Ach so. Nein, nicht böse gemeint irgendwie. Nö. Ihr wolltet sowieso nichts Böses. Nö. Ihr wisst ja Bescheid, Kanäle sind in der Beschreibung. Ihr wisst, was man tun muss. Genau, liken, abonnieren. Nee, meine Devise ist disliken, deabonnieren und verpissen. Und dann noch spucken auslachen. Genau. Ja, aber wenn ihr in der Scherbenwelt dann gleich dann rum... Nächstes Mal, denke ich mal. Was, dann redest du mit mir? Nein. Nö. Du weißt, ich kann dir nur immer begrenzt zuhören. Ganz kurz immer nur. Ja. So, ich habe auch alle von diesen Frostdingern da. Ich auch. So. Ja, jetzt dürfen wir nochmal 15 Frosthäbler-Jägerinnen töten. Ist natürlich furchtbar spannend. Rudelbehüterinnen. Oder? Ja, oder die da, ja. Rudelbehüterin, ja. Meine Fresse, ey. Da freust du dich, dass das vielleicht gleich aus ist und die Arschkarte hast du gezogen. So ist das Leben. Jetzt sind die anderen da, die man vorher. Ja, genau, das ist natürlich voll Absicht von WoW. Ja, genau, mit deinen FPS-Zahlen. Ja. Das ist eine große Verschwörung gegen ihn. Genau, gegen den Jäger hier. Immer die Jäger. Das ist doch immer dasselbe, oder etwa nicht? Also schon Abwechslung drin hier in diesem Spiel. Auf jeden Fall. Das ist das beste LP, das ich jemals gemacht habe. Alles vernichten, alles zerstören. Ja, voll geil. Und wir wissen nicht mehr warum. Die Frostsäbeln so viel. Das ist... Hast du alle Teile von denen da, was da am Boden liegen? Diese Eiswindeier da? Ja. Ja, wenigstens einer von uns. So. Aber wir brauchen noch von diese Jägerinnen da, Hüterinnen. Ja, ich weiß. So. Boah, wie mich diese Chimären voll ankotzen, ey. Die beschützen ihre Eier. Würde ich auch. Ja, ich hab da Eierschutz oben, also. Zum Warmhalten, ne? Genau, ja, genau. Ne, dafür habe ich eigentlich den Backofen, aber naja. Dein Lüfter vom Computer. Genau. Dann hänge ich mal eben den Sack davor und dann passt das. Ich hab immer einen Weihnachtssack um.
Sehr geil. Ein Weihnachtssack. Kopfkino, Alter. Nee, lieber nicht. Ja, da stehst du noch drauf, Russell. Wir wissen es alle. Wir wissen deine Vorlieben wissen wir mittlerweile. Ich sag nur, ho, ho, ho. Ich brauch noch drei Rudelführerinnen. Oh, Junge, 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 Junge. Ho, ho, so. Ho, ich hab einen Sack für dich. Doppelt eingepackt. Mit einem Schleifchen drum. Ein Sack im Sack, quasi. Aber Achtung! Der verpackte Sack hat auch Härchen. Also eher ungenießbar. Die Zigarre mit Haare. Okay, Niveau ja, wieder. Super, Niveau, super, ganz klasse. Ja, Alter, Niveau ist immer in jeder Aufnahme von mir. Du weißt doch, dass ich keine niveaulosen Aufnahmen mache, das stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich will meine Abonnenten ja unterhalten. Wie schreibst du denn Niveau? Wie man Niveau schreibt? Niveau? Nee, Nivea. Nivea. Die habe ich auch daheim, die Creme, und die ist ganz gut. Hast du bei Enrico gespickt, ne? Ja. Bei dem auch. Und auf jeden Fall abonniert meinen Kanal. Weil der ist ganz cool, der Kanal. Mit seinen Let's Plays. Genau. So. Jawohl. Jetzt habe ich eine schöne Serverunterbrechung. Ich glaube, das Niveau war zu tief, deswegen wurde ich unterbrochen. So, jetzt haben wir wirklich alles, Alter. Ja. Boah, war das zäh. Gut, auf geht's abgeben. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Wo müsst ihr denn das Ganze abgeben, den ganzen Rotz? Boah, Rasse, du stellst immer Fragen, ey. Das ist schon das fünfte Mal, dass du uns verlierst. Ich hätte Serverunterbrechung, Mensch. Das ist voll die Lüge. Ich wette, da stand was ganz anderes auf dem Bildschirm. Da stand irgendwie sicher sowas von wegen, wir haben sie rausgeschmissen, weil sie haben schon zweimal Floyd und Fore verloren. Ja, dafür habe ich einen Erfolg bekommen, weißt du? Ja, das glaube ich dir. Da könnt ihr auch mal antworten, wo ihr das abgeben müsst, oder? Nö, ach so. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, Alter. Ja, wir geben das gerade in Gutmams Rauch, was? Räucher, irgendwas, keine Ahnung. Und jetzt such. Danke für diese super Auskunft. Immer gerne. Das ist total nett. Du möchtest auch Auskunft erhalten, dann ruf uns an. Wir sind immer bereit dafür. Wir geben jeden Auskunft. Und ihr wollt nochmal ein Portal von mir haben. Ey, dafür muss ich mich doch eh jedes Mal ausziehen. Ja, das war nur für das eine. Ach so. Ey, ich hab einen besseren Umhang. Lalala. Moment. Ja, tatsächlich. Das wurde aber auch, wurde das. So. Juhu, Murlock killen. Oh. Oh, guck mal, Alter, guck mal. Der sieht besser aus, der Umhang. Guck mich an. Ich versuche es immer zu vermeiden, aber okay, er schaut schön aus. Kann ich verstehen. Ach Mensch. Das letzte Mal, wo ich das Portal gemacht habe, habe ich auch gesagt, warum hast du diese Bedingung gemacht? Ey, Alter, weißt du, ich habe den Gegenstand so lange schon auf, ja? Und trotzdem ist der besser. Und der hat nämlich 12 Grit und der hat nur 8 Trefferwertung. Ja? Wie sieht der aus? Okay, der sieht dementsprechend scheiße aus, dann kann ich das verkraften. Mann, ich bekomme nur Schrott, ey.
auf euch auf. Kann Boah, das waren so viele Quests und wir haben nicht mal ein Level Up dafür bekommen. Ist das aufgefallen? Ich schon. Boah, ey, Alter, wie ich dich jetzt haten werde. So, komm, dann gehen wir noch die eine Quest da unten ab. Oder magst du erst die links auf der Karte oder unten auf der Karte abgeben? Ich habe nur die links. Na, wie jetzt? Haben wir eine neue gekriegt? Ja, warte, ich sag's dir gleich. Die heißt Wandelbeere Bestien. Wandelbare Bestien, Wandelbeere, ja, ist klar. Wandelbare meine ich. Die haben wir ja schon gemacht gehabt. Ja, aber die muss ich ja abgeben. Ach so. Ja, gemacht haben wir schon, aber abgeben, ne? Und so. Ich hab schon abgegeben. Ach so, also bist so ein Ignorant, Alter. So, dann aber dürfte ich vielleicht auch. Wenn du mich hättest, musst du aber nicht vergessen, dass du immer LG schön hinten nachschreibst, gell? Das tut das irgendwie so richtig freundlicher machen. Oder XD. Nee, da schreibe ich mal MFG. Mit freundlichen Grüßen, dein Hater. Das geilste wäre ja, schreibst du so drunter: Ich habe dein Video disgeliked, weil es scheiße ist. Mit freundlichen Grüßen, dein Hater. Antwort: Danke für den Like. Mama, hör auf! Ich hab auch Gefühle. Oder richtig so ein Hater eben, wie er schreibt nachher: Komm jetzt raus, essen, du Vollidiot. LG unbekannt, ja. Oder so nach dem Motto: Hast schon wieder so lange gezockt, du musst doch schon längst ins Bett. Der Terrorist ist längst besiegt, die Bombe ist entschärft. Das hört sich wieder so noch ein Feiertagslied an. Nee, das ist das Gamer-Schlaflied, Alter. Kennst du das also, nicht? Nein. Ich schlafe nicht beim Gamen, tut mir leid. Alter, was seid ihr für Lappen, ey? Ihr kennt das Gamer-Schlaflied nicht? Der Server ist down, ihr geht nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Es sind Wartungsarbeiten. Der Rustle ist dumm und er geht mir am Sack. Rabimmel, rabammel, rabum. Never play on Patch Day. Was führt euch hierher? Das ist auch so ein Lied für WoWler, ne? Never play on Patch Day. Ganz genau. Ach komm, du müsstest doch eine neue Quest bekommen haben. Sefi. Da, ne, und so. Ich schau mal. Da wo ich bin gerade. Oder niemals Innis gehen, wenn ein Addon rausgekommen ist. Jo, stimmt. Na siehste, Alter. Das mit den Eulen, gell? Ja, und da müssen wir jetzt unten die Meistereule töten. Oh, Mr. Miyagi in Eulengestalt. Und sonst essen, trinken regelmäßig, oder? Auftragen polieren. Genau. Auftragen polieren. 18 Minuten sind wir schon. 2 Minuten müssen wir wieder einen Cut machen. Machen wir dann noch einen Part? Oh. Oder bist du schon zu müde, Andi? Das musst du mir Bescheid sagen, wenn du nicht mehr Bock hast und so. Müde bin ich immer. Na, da sowieso. Kommst du jetzt? Die Eule umpusten, oder? Ja, ich gehe immer den Gehweg lang. Ich habe keinen Bock auf den Schnee. Ich verirre mich da immer. Also. Als Jäger, du verirrst dich? Ja, der Jäger wird nicht der Weg markiert. Kauft ein Navi. Genau, den baue ich dann meinem Reittier in den Rücken ein. Genau. Bitte, dass die nächste Abbiegung rechts, bitte. Hier kommen wir gerade an Onyxia vorbei. Immer sehr schön, bei der Drachenlady mal vorbeizuschauen. Bitte sie nach links einbiegen, wenn sie zu den 20 Nutten wollen. Wo? Achtung, pro Nutte 90 Euro. Wir würden empfehlen, doch lieber die nächste Gasse rechts zu fahren. Dort kosten die Nutten nur 20.
Dafür sind sie aber aus Metall, weil sie in Gnomrang sind. Dafür ist aber kein erforderlicher AIDS-Test vorhanden. Seien Sie also gewiss, dass Sie Gummi benötigen, so wie... Keine Ahnung. Wenn Sie keinen Gummi zur Hand haben, fragen Sie einen Ingenieur, der könnte eins machen. Oder nehmen Sie einfach Ihr nächstliegendes Einkaufssackerl und ziehen Sie es über Ihren Ständer. Oh Gott. Anschließend, nee, das sage ich jetzt nicht, das wäre zu vieles Guten. Boy, wie mir heiß ist, Alter. Das ist nicht so, weil wir gerade über Nutten reden. Ja. Die Missel Packe hat lange nichts mehr erzählt. Nee, also Missel Packe, also das, wieso nicht sie eigentlich? Ich bin einfach sprachlos. Ach so. Ja gut, das ist Ziel der Sache. Oh boah, ist mir heiß, Alter. Noch sagen? Ich glaube, du hast dann demnächst einen Abonnenten weniger. Nee. Kage. Nee, du hast gleich einen Hater mehr, Alter. Hm? Was hab ich denn gemacht? Ja, weil du das gerade sagst, ne, und so. Wir sind zwar schon bei 20, ich würde gerne noch die Eule töten. Weißt du, wo die ist, Alter? Ich suche ja auch. Die Schuhschuh? Vielleicht in der Höhle, ne, da waren wir ja gerade drin, ne? Ja, da waren keine drinnen. Vielleicht müssen wir irgendwas drücken. Irgendwas auf die Taste draufschlagen oder so. Oder habt ihr irgend so was gekriegt, so eine Art, so ein Quest-Item dafür? Was weiß ich, so eine Flöte oder sowas? Nee. Oder ein Brocken. Nee, eine Flöte habe ich auch immer mit, also das kann es nicht sein. Da ist eine Kiste. Mhm. Bei mir ist eine Kiste. Ah ja. Mhm. Ja, stimmt, jetzt habe ich so eine Eulenscheiße da gekriegt. Eine Eulenscheiß? Ich was anderes gekriegt. Ein Scheißhaufen. Okay, machen wir hier einen Cut und ich würde sagen, wir machen noch ein Part, oder? Was sagst du? Okay. Oder nicht, ich weiß es nicht. Doch, ich hab irrsinnig starke Kräfte es gesammelt. Ja, ich bin Hulk. Ja, dein Lüfter war's. Ja, er hat mich so gefühlt. Okay, ich verabschiede mich mit meinem Lüfter, der darf Sephiroth mit seinen Riesengenitalien, Russell mit seinen mit seiner Dummheit und Missel Paki mit ihrer Fäulichkeit. Ihr solltet auch dementsprechend Tschüss sagen. Bis dann, ciao. Tschüss. Tüdelü. Tüdelü. Tüdelü.